Willkommen an Bord unseres Raumschiffes Wurm Shuttle. Captain Foskett und seine Crew, die Dresdner Philharmonie, freuen sich, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Wir wünschen nun einen angenehmen Aufenthalt an Bord unseres Wurm Shuttle. Computer, kosmische Sicht freischalten. Okay. Moderationsoffizier, auf der Brücke bitte. Unser Raumschiff Wurm Shuttle ist in wenigen Augenblicken startklar. Christian, du bist ja auf dem völlig falschen Dampfer. Du schon wieder, Otto. Ey, das sind doch keine Trommeln. Oh, das ist ja eine Riesengeige. Also die gucke ich mir mal von innen an, mal sehen, was da drin ist. Bist du wahnsinnig? Ich hab hier Spaß im Kontrabass. Das war aber nicht ich, das war der da. Ein Kontrabass ist kein Spielplatz, sondern ein Musikinstrument. Und ja. Mit welchen Tricks man auf dem Musikinstrument spielen soll, das hat sich der Gustav Holst ausgedacht, der Komponist. Und der hat die Planeten geschrieben. Planeten kann man doch nicht schreiben. Ah, du Besserwisserwurm. Mit der Musik aus den Planeten können wir heute nicht nur zum Mars fliegen, sondern auch zum Merkur und sogar zum Jupiter. War bei den alten Römern nämlich der Kriegsgott und deswegen hat Gustav Holst es in der Musik zum Mars so richtig marschieren lassen. Captain Foskett, ich glaube, wir brauchen mehr Schub. Ja, mehr Schub! Aussteigen. Dresden, wir haben ein Problem. Wo ist Otto hin? Wie erfahren wir das und wie kriegen wir wieder Kontakt zu ihm? Habt ihr eine Idee? Wir können ihm anfunken und mit Morsezeichen unsere genaue Position durchgeben. Perfekt. Bei den Römern. Da hatte jemand anders die Aufgabe, Botschaften zu übermitteln. Und zwar war das der Götterbote Merkur. Was war das jetzt, Herr Brömsel? Das war wohl die Antwort auf das Signal, das wir vorhin gesendet haben. Musik.
in der Milchbar, auf der Milchstraße, in der Milchstraßen-Milcheisbar. Und das ist der Moment, in dem ihr diesen Umschlag öffnen dürft, auf dem drauf steht Astro-Sicherheitsstäbchen. Jetzt wird's spannend! Sehr geehrte Passagiere, wir beginnen nun mit dem Anflug auf den Planeten Jupiter. Bitte aktivieren Sie jetzt Ihre Astro-Sicherheitsstäbchen. Schütteln Sie das Astro-Sicherheitsstäbchen nun ein paar Sekunden so kräftig, wie Sie können. So! Und dann kommt der Jupiter-Ehrenspaziergang. Astronautenwurm und fliege durch das All. Raketenstart, schon geht die Reise los mit einem lauten Knall. Jupiter und dann zurück zur Erde nach Dresden!